How can I go on when you need me, baby? Falling in love goes straight to your heart and your soul. Losing control. Na, wie haben wir das gemacht? Genial. Oh, sorry, das musste sein. Du hast keine Chance, Bella. Werden wir ja sehen. Was hast du ihm gesagt? Dass ich dich nicht aufgeben werde. Ach, scheiße, Andi. Woher wollt ihr denn wissen, dass das Sabotage ist? Na, weil sie angesägt wurde. Den hier haben wir neben der zerstörten Rohrleitung gefunden. Er wurde auf der Baustelle gefunden. Danke, ich dachte schon, den hätte ich verloren. Ich fahre für ein paar Tage nach Hamburg. Ja, und was ist, wenn doch was passiert? Ach, Thomas, es wird nicht sein. Ah! Victoria! Ah! Was ist los? Wir mussten einen Kaiserschnitt durchführen. Es besteht der Verdacht, dass ihr Sohn eine Neugeborenen-Sepsis hat. Sein Zustand ist sehr kritisch. Du denkst, wenn ich nicht nach Hamburg gefahren wäre, dann hätte ich diese Frühgeburt nicht gehabt, oder? Gibt es Neuigkeiten? Wie geht's Tommy? Wir müssen die Nacht abwarten. Wird er überleben? Wir kümmern uns um ihre Frau und um ihr Kind. Du musst nicht bleiben, wenn du nicht willst. Wenn du wirklich glaubst, dass ich schuld daran bin, dass Tommy so klein und schwach ist. Dass er vielleicht stirbt. Wenn du das wirklich glaubst, dann ist es mir echt lieber, wenn du jetzt gehst. Dann kommen wir mal zum schönen Teil des Abends. Ich könnte Justus sagen, dass er uns schon mal ein Bad einlässt. Ja, es ist doch schön. Der Techniker hat gesagt, es dauert bestimmt 4 Tage, bis die Baustelle trocken ist. Interessiert dich denn überhaupt nicht, was mit dem Hotel wird? Doch, es interessiert mich. Es steckt eine Menge Geld von mir da drin. Aber Probleme lösen sich nicht, indem man 24 Stunden daran denkt. Du musst doch mal ein bisschen abschalten. Und dann kannst du das Problem mit ganz neuem Elan angehen. Graf Landstein, entschuldigen Sie bitte. Da hat sich Besuch für Sie angemeldet, Herr Fritzsche. Ja, danke. Den Rest kann ich allein. Bella, ich dachte, du wolltest mit Olli und Charlie. Ja, Charlie hat abgesagt. Was gibt's denn? Ich habe bis eben mit einem von der Versicherung gequatscht und Und diese Neuigkeiten konnten nicht bis morgen warten? Nein, weil alles, was morgen auf der Baustelle läuft, das sind die Trockenmaschinen. Und abgesehen von den ganzen Stromkosten muss ich auch meine Leute bezahlen. Die Subunternehmer wollen Entschädigung für die geplatzten Aufträge, die sie wegen der Verzögerung absagen mussten. Dann fragt die Versicherung. Die zahlt aber nicht bei Sabotage. Ich habe doch 3 Stunden mit denen telefoniert. Die zahlen keinen Cent. Thank you.
alles gut gegangen. Deine Mama und das Baby sind gesund. Oh mein Gott, dann feiern wir die Hochzeit halt erst in 4 Wochen. Ist doch egal, dann können wir sowieso besser die Party vorbereiten. Und bis dahin ist deine Mama wieder fit und kann mit dem Baby kommen. Ja? So, jetzt wollen sie erstmal duschen. Hast du irgendwo meine neue Bodylotion gesehen? Nee, aber das wundert mich auch nicht bei dem Chaos hier. Schon mal überlegt aufzuräumen? Frau Nagel könnte hier jederzeit reinplatzen. Du sie vom Jugendamt? Ja, ist schon ewig nicht mehr da. Dabei hat sie gesagt, dass sie uns ständig überwachen will. Besuchen. Und jetzt macht sie ernst. Sie hat sogar einen Brief geschickt. Aha, und wann kommt sie? Keine Ahnung, ich habe den Brief nur so überflogen. Ah. Du, wir müssen unbedingt noch die Sicherheitsvorkehrungen anbringen. Die Idee mit den Tennisbällen war für den Eimer. Ja, ich habe auch schon alles besorgt. Steckdosenschutz, Tür, Sicherung, Schubladensperren, alles. Braves Mädchen. Ich hol mal den Brief. Mhm. Ich wollte nicht stören. Kannst du vielleicht anklopfen? Mach doch die Tür zu, wenn du ungestört sein willst. Vielleicht will ich ja gar nicht ungestört sein. Hier steht's. Mehrere unangemeldete Besuche zur Prüfung der Lebensverhältnisse. Dana, deinem kleinen Bruder geht's leider nicht gut. Was? Er hat eine Neugeborenen-Sepsis. Ist das gefährlich? Möglicherweise. Genaueres können wir leider erst morgen sagen. Oh Gott. Die sagen, ich soll mir die Kohle von dem besorgen, der den Schaden verursacht hat. Sowas erzählen Versicherungen immer. Und die Polizei? Da habe ich Anzeige erstattet. Gegen Unbekannt. Aber da kommt ja meistens eh nichts bei rum. Ja, ich fürchte nicht. Den ganzen Tag habe ich mir den Kopf zerbrochen. Wer tut mir sowas an? Jemand, der ein Interesse daran hat, dir oder Brandenburg zu schaden. Mir fallen aber nicht viele ein, die mir drohen oder mir schaden wollen. Was willst du damit sagen? Den hier haben wir neben der zerstörten Rohrleitung gefunden. Vielleicht kann der Andi da was mit anfangen. Dein Schlüssel. Danke. Ich habe eine Liste gemacht mit Namen von denjenigen, die dafür in Frage kommen können. Ich hoffe, du hast mich auch draufgeschrieben. Also von meinen Leuten war es jedenfalls keiner. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Aber auf der Baustelle, da geht es auch manchmal zu wie auf dem Bahnhof. Diese ganzen Subunternehmen und Aushilfskolonnen, ich weiß da manchmal selber nicht, wer da zu wem gehört. Warum soll das einer von denen machen? Ich meine, was hätte derjenige davon? Ein paar freie Tage. Keine Ahnung. Aber ohne die Kohle von der Versicherung kann ich den Laden jedenfalls dicht machen. Ich gebe dir das Geld. Zur Überbrückung. Bis wir den Saboteur gefunden haben oder die Versicherung dazu gebracht haben, doch noch zu zahlen. Aber es geht hier nicht nur um ein paar Tausend. Ist mir schon klar. Okay. Er bekommt ein Breitbandantibiotikum. Und noch ist nicht sicher, ob er durchkommt. Und wann weiß man das? Weiß ich nicht. Morgen. Wir warten noch auf die Blutergebnisse. Und Mama? Geht's ihr gut? Hm. Sie schläft. Okay. Soll ich vielleicht ins Krankenhaus kommen? Nein, lass mal. Brauchst du nicht. Kannst ja eh nichts machen. Ich könnte dir Gesellschaft leisten. Brauchst du wirklich nicht, Schnäckchen. Ist nicht nötig. Sicher? Ja, sicher. Okay, dann komme ich gleich morgen früh und löse dich ab. Ist gut. Schlaf gut, mein Schnäckchen. Du auch. Gib Mama einen Kuss von mir, ja? Sag ihm, dass wir alle die Daumen drücken. Tell the world what you want them to hear. I've got nothing left to lose, my dear. So I'm up for the little white lies. But you are alive. Er wird
bekommt ein Breitbandantibiotikum. Sowas ist doch bestimmt total gefährlich für so einen kleinen Körper. Der Kleine ist wirklich kräftig dafür, dass er ein paar Wochen zu früh gekommen ist. Er hat gute Chancen. Ich muss morgen früh sofort ins Krankenhaus. Jetzt kannst du den Sicherheitskram bitte anbringen. Ja, klar. Ich rufe jetzt Marlene an und dann versuche ich zu schlafen. Gar nicht, wie das funktioniert. Testest du das? Naja, das musst du innen an den Türen anbringen und an den Schubladen und Schränken und dann musst du das so aufdrücken. Na, hoffentlich komme ich da noch an meine Sachen ran. Oh, Ricky, das kriege ich nie hin. Ich kann dir helfen. Das würdest du tun. Aber ich muss doch zu Tommy. Er braucht mich jetzt. Morgen früh können Sie zu ihm. Morgen früh. Gute Nacht. Gute Nacht. Hast du das gemacht? Andi noch mehr Geld gegeben. Hätte ich es nicht tun sollen. Ich wollte dir eine Freude damit machen. Außerdem ist Andi so damit beschäftigt, seine Firma zu retten und hört auf, ständig an meiner Freundin rumzugraben. War ein kleiner Scherz. Brandenauer wird das Projekt schon stemmen, okay? Und jetzt Themawechsel. Was hältst du davon, wenn wir zusammen hochgehen? Ich mache uns ein bisschen Musik an und dann gebe ich dir eine kleine Massage. Komm. Hallo, Papa. Und? Gibt's Neuigkeiten? Können wir zu ihm? Also, Ricardo meint, der Kleine wäre kräftig genug, um so eine Sepsis zu überstehen, auch wenn er ein Frühchen ist. Dann hoffen wir mal, dass er recht behält. Wird Mama gerade untersucht? Warum sitzt du denn hier? Marlene ist gerade drin. Ja, und? Außerdem sagen die Ärzte, es wäre ganz gut, wenn sie jetzt mal ein bisschen Ruhe hätte. Ach, als wäre es für Mama eine Anstrengung, wenn ihre Familie bei ihr ist. Du kennst sie doch. Je mehr, desto besser. Bah, der Kaffee schmeckt hier noch beschissener als in No Limits. Ich habe Hunger. Ich gehe in die Kantine, um mir was zu essen. Soll ich dir was mitbringen? Ach, nee, ich krieg jetzt keinen Bissen runter. Herr Wolf, die Bescheinigung über die Geburt Ihres Sohnes. Damit beantragen Sie beim Standesamt die Geburtsurkunde. Okay, danke. Du möchtest gleich mal machen. Was jetzt? Ja, warum denn nicht? Muss doch sowieso erledigt werden. Außerdem
Habe ich eh gerade nichts Sinnvolles zu tun. Papa, dein Kittel? Ach so, ich. Ich helfe dir. Kann ich gleich das Stammbuch mitnehmen? Danke. Breitbandantibiotikum? Ja. Hey. Papa sagt, es gibt noch keine Neuigkeiten. Warum kommt er denn nicht rein? Der ist gerade zum Standesamt, um die Geburtsurkunde für Tommy zu beantragen. Alles in Ordnung? Ja. So. Der kleine Mann ist soweit stabilisiert. Ein bisschen Nähe zur Mama wird ihm gut tun. Ist er über den Berg? Das können wir leider nicht sagen. Neuigkeiten wegen der Sabotage. Andi war halt morgen schon weg. Ja, die Versicherung will nicht zahlen. Sie sagt, Andi soll sich das Geld von dem holen, der den Schaden verursacht hat. Wenn das mal so einfach wäre, wie lange soll das denn bitte dauern? Tristan hat sich angeboten, ihm das Geld zu geben. Das ist aber nett. Hast du mal ganz kurz? Ich wollte eigentlich Brötchen holen. Bitte, es dauert nicht lange. Charlie? Glaubst du, Tristan hat das Rohr manipuliert? Glaubst du das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber? Ich weiß, dass er Andi eine ziemlich krasse Ansage gemacht hat. Für den Fall, dass er dich nicht in Ruhe lässt. Okay, was war das für eine Ansage? Komm schon raus damit. Oder nein, warte, ich... Sag's mir nicht. Ich meine, wir haben das doch alles geklärt. Tristan hat gar keinen Grund mehr, irgendwie eifersüchtig zu sein. Und außerdem steckt doch auch sein ganzes Geld da in Brandnerbau. Das macht doch alles keinen Sinn. Wahrscheinlich wäre ihm das völlig egal. Bella, das wäre nicht das erste Mal, dass er total überreagiert. Du meinst jetzt den Gestützbrand? Das war eine Ausnahmesituation. Das würde er heute nicht mehr machen. Gibt es denn irgendwelche Hinweise dafür, dass er doch was damit zu tun hat? Er wurde auf der Baustelle gefunden. Danke, ich dachte schon, den hätte ich verloren. Nein. Das ist irgendwas ganz anderes. Olli, wir müssen den Täter finden. Bist du bald fertig? Diese Gummidinger müssen noch an die Möbelteile da gemacht werden. Es würde den Prozess ungemein beschleunigen, wenn du einfach mithelfen würdest. Ich hab doch schon diese Sicherheitsvorkehrungen an die Steckdosen angebracht. Draufgesteckt. Ja, und dabei habe ich mir fast den Fingernagel abgebrochen. Oh. Außerdem wäre es nicht einfach sinnvoller, statt tausende von Kanten, von Türen, von Schubladen, von Schränken mit Sicherungen zu versehen, irgendwie Babygitter zu kaufen? Babygitter? Ja, die steckt man in den Türrahmen, überall dahin, wo man nicht will, dass Maxi hinkrabbelt. Oh, ich will Babygitter. Diese Frau vom Jugendamt, die wird die Teile lieben. Wo kriegt man die denn? Einrichtungshäuser. Wie soll ich da hinkommen ohne Auto? Ich hab kein Auto.
Würdest du mich vielleicht fahren? Es ist doch immer dieselbe Masche, ein bisschen sexy. Ich kann doch nichts dafür, ich komme da halt nicht alleine hin. Bisschen hilflos. Aber ich brauche die Babygitter. Wir brauchen die Babygitter für die Frau vom Jugendamt, damit sie merkt, dass wir es auch ernst meinen. Bisschen Tränendrüse. Ich kämpfe halt für meine Familie. Bisschen Gewalt. Also von mir aus können wir gleich los. Tada! Was machst du denn da? Ich wollte was trinken. Alkohol oder wie? Komm mal her hier. Bist du von den Trockenbauern oder nicht? Ja. Leg dich nochmal damit erwische, dann melde ich das deinem Vorarbeiter. Hast du mich verstanden? Kommt nicht mehr vor. Mann, und ich hab gedacht, ich hab ihn. Ja, ich auch. Aber danke, dass du ein Auge mit drauf hast. Ich verstehe einfach nicht, wer dir ans Leder will und vor allen Dingen warum. Ja, das wüsste ich auch gern. Sag mal, diese modernen Bürogebäude da drüben. Was ist mit denen? Die haben noch immer diese Überwachungskameras außen, oder? Stimmt. Glaubst du, die Polizei hat sich schon drum gekümmert? Garantiert nicht. Oh Mann, hoffentlich geht's dem Kleinen bald wieder gut, hm? Er wird's schaffen, Ricardo sagt, er ist kräftig. Sag mal, meint ihr nicht, wir sollten Kim vielleicht informieren? Nein, es gibt sie auf den Malediven, macht sich Sorgen und können dir sowieso nicht helfen. Wir können im Moment nur abwarten. Wollt ihr vielleicht was essen oder was trinken? Eine Limo? Eine Zitronenlimo. Ja, finde ich auch. Gut. Sag mal, hattest du vorhin auch das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt? Mit Mama und Papa? Er wollte partout nicht zu ihr ins Zimmer. Als die Schwester die Bescheinigung für das Standesamt gebracht hat, da wirkte er fast erleichtert, wegzukommen. Denkst du, die beiden haben Streit? Mann, wo ist das verdammte Stammbuch? Ich fand's gar nicht gut, dass Mama nach Hamburg zu diesem Symposium gefahren ist. Du denkst, er gibt ihr die Schuld, dass der Kleine eine Blutvergiftung hat? Dass sie sich überanstrengt hat und dass Tommy zu früh gekommen ist. Denkst du das auch? Nein. Ich denke, dass Mama sehr gut weiß, was sie sich zumuten kann. Ja, und ich meine, außerdem so eine Frühgeburt, das kann auch durch eine Infektion ausgelöst werden, oder? Ich meine, das weiß Papa doch. Ja, aber in so einer Extremsituation... Wir müssen auf jeden Fall mit ihm reden. Also komm. So. Ihr Börfinger. Also die haben außen keine Kameras. Und bei dir? Die schon, aber die Bänder sind nicht mehr da. Die haben keine Bänder mehr. Na, das konnten die mir jetzt auch nicht sagen. Die Sicherheitsleute hatten gerade Schichtwechsel. Und der Typ, der seit gestern Abend Dienst hatte, der ist schon weg und auch nicht mehr erreichbar. Ja, vielleicht hat die Polizei die Bänder doch beschlagnahmt. Nein, da habe ich auch schon angerufen. Die wissen auch von nichts. Also wer auch immer hier sabotiert hat, der hat das Ganze genau geplant. Jetzt Bürger! Guten Tag, Herr Fritsche? Ja, hallo. Bernhard Ritter, Bauingenieur. Was kann ich für Sie tun? Tristan von Lahnstein schickt mich. Ich soll hier die Baustelle übernehmen. Bitte? Herr von Lahnstein hat mich beauftragt. Nein, ich habe Sie schon verstanden, aber das hier ist mein Laden und ich bin hier der Chef. Aber Herr von Lahnstein... Der hat hier überhaupt nichts zu sagen, danke. Thank you.
ja, ja. Und sucht sich schöne Möbel aus. Ja, ja. Und der Max fährt ins Möbelhaus. Ja, ja. Und sucht sich schöne Möbel aus. Ja, ja. Wir müssen irgendwo falsch abgewogen sein. Ich dachte, du kennst den Weg. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich oft da war, aber noch nicht selber hingefahren bin, weil ich ja auch kein Auto bin. Da ist ein Navi drin. Ja, das muss jetzt in die Halterung und den Saugnapf anfeuchten. Ich weiß. Willst du denn gehen? Ja, Ricky, ja. Was? Oh. Zufrieden? Gut. Sie hat immer Schokopudding bekommen. Das war das Erste, was sie wollte, nach jeder Geburt. Ein Schokopudding. Ja, ich kann mich erinnern, als Kim geboren wurde. Aber jetzt ist alles anders. Tommy wird's schaffen, Papa. Ganz bestimmt. Ja. Ich habe ihr die Schuld gegeben. Hat sie euch erzählt, oder? Kein Wunder, dass sie mich nicht sehen will. Das ist doch Blödsinn. Ihr habt doch schon ganz andere Hürden genommen. Geht zu ihr. Und zu Tommy. Er ist wieder bei Mama auf dem Zimmer. Er ist noch nicht über den Berg, aber... Ihr habt recht. Ich setze sie und tue mir selbst leid. Da braucht meine Frau mein Sohn nicht jetzt. Und was will er nur von mir? Will er mich vor meinen Mitarbeitern und vor dem Bauherrn als Vollidioten hinstellen? Ich kann ihn leider nicht erreichen. Andi, Tristan hat hier eine Menge Geld reingesteckt. Ich denke, er will einfach nur sicher gehen, dass es ihm nicht verloren geht. Wir stecken nicht in dieser Situation, weil ich meine Arbeit irgendwie falsch mache oder so. Sondern weil wir hier offensichtlich sabotiert werden. Ich weiß das. Und vielleicht ist der Typ da hinten gar kein Bauingenieur, sondern ein Spion, der den nächsten Schlag plant. Bella, der einzige Typ, mit dem ich Probleme habe und der mir auch ständig droht, ist dein Freund. Andi, ich habe das mit Tristan geklärt, okay? Er hat keinen Grund, dir zu schaden. Oder siehst du das irgendwie anders? Wenn du ihn siehst, sag ihm von mir, das hier ist meine Baustelle und dabei bleib's auch, okay? Schon rein, du Mistding. Ich würde ja gern helfen, aber... Ja, du hast leider gerade keine Hand frei, schon klar. Was? Ich esse das Brot nicht. Da sind viel zu viele schlechte Kohlenhydrate drin. Ich hab die Tüsselfingers angebracht, ich hab dich zum Möbelhaus gefahren, ich hab dir Geld geliehen, als deins an der Kasse nicht gereicht hat. Ich helf dir, das Zeug hochzubringen, auszupacken, anzubringen. Du kannst jetzt aufhören. Womit? Mit dem ganzen lastiven Getue hier. Ja, was? Ja, Fingerschlecken, Würstchen essen, Gestöhne mit dem ganzen Zeug, ne? Ja. Also, sorry, du hast ja wirklich schon lange nicht mehr hier. Knickknack. Du hast sie schon lange nicht mehr hier knickknack hier, ja? Ist ja auch klar, ich bin mit einer Frau zusammen. Ja, nicht wirklich. Ja, aber für den Rest der Welt schon. Für die Frau vom Jugendamt.
Ja, genau. Und deshalb kann ich nicht einfach so. Knicknack. Und du? Zu viel Arbeit. Online-Dating? Scheiße. Und in meiner Freizeit opfere ich mich für Freunde und Mitbewohnerinnen auf. Das hast du schön gesagt. Wie geht's ihm? Er kämpft. Sein Herz schlägt so unregelmäßig. Die Ärztin sagt, wenn der Puls sich bei 120 eingepegelt hat, dann hat er es geschafft. Was mitgebracht. Das ist nicht vergessen. Verzeih mir bitte. Der Überwachungskamera? Stundenlang zuschauen. Ja. So, ich geh mal duschen. Hast du doch schon draußen. Du aber auch.
können wir lieber die nassen Klamotten ausziehen. Ja, sonst erkälten wir uns noch. Hey, was für eine Überraschung. Hey. Das sind ja die Überwachungsvideos aus dem Nachbargebäude. Warum hast du die? Ich wollte sie mir ansehen, deswegen habe ich sie mir geben lassen. Aber leider ist bei der Aufnahme irgendwas schiefgelaufen. Man sieht nur Schnee. Oder jemand hat die Bänder manipuliert. Also dann hätte der Saboteur aber schon sehr professionell vorgehen müssen. Ja. Hat sich Ritter gemeldet, der Ingenieur? Andi ist stinksauer. Warum? Weil du ihm diesen Typen einfach vor die Nase gesetzt hast. Vor die Nase gesetzt? Der Mann soll eine Unterstützung sein. Es ist nicht Andis Fehler, dass auf der Baustelle gerade alles schiefläuft. Das hat auch niemand behauptet, aber Andi hat selbst gesagt, dass er Angst hat, den Überblick zu verlieren. Bella, das ist für mich eine rein geschäftliche Entscheidung. Andi ist weder Architekt noch Ingenieur und sein Laden ist kurz vor der Pleite. Mein Geld hängt damit drin. Ich habe ein Interesse daran, dass dieser Laden läuft. Also habe ich einfach einen Profi engagiert, okay? Als nächstes behauptet Andi wahrscheinlich, dass ich nur in seinen Laden investiere, um ihn fertig zu machen. Willst du auch einen Tee? Ja, ich nehme auch einen Tee. Willst du gar nichts essen? Ich krieg grad eh nichts runter. Micky. Wenn er es nicht schafft. Was ich gesagt habe. Also, was du gesagt hast. Ich hätte nicht auf Dienstreise gehen dürfen. Ach. Dich trifft keine Schuld. Die Ärztin hat gesagt. Ich hätte auf dich hören sollen. Auf mich? Hm. Hast du Witze? Du hast doch noch nie auf mich gehört. Ich bin eben ein ignoranter, sturer und ungerechter Hund. Dämlicher Hund. Bär. Du bist ein sturer, ignoranter, uneinsichtiger Bär. Von mir aus. Ganz regelmäßig. Das sieht gut aus. Heißt das, er ist über den Berg? Denk schon. Ich hol mal den Arzt. Ist eben doch ein kleiner Wolf. Er hat's geschafft. Bella? Was ist los? Findest du den Tee nicht? Ich habe nur nachgedacht. Okay, und worüber? Bella, was ist los? Raus damit. Frau
Guten Tag, Frau Woll. Guten Tag. Ich wollte Ihnen und Frau Stiel einen Besuch abstatten. Ja, wir haben Ihren Brief erhalten. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Ganz meinerseits. Ja, meine Lebensgefährtin müsste drin sein. Einer muss ja auf den Kleinen aufpassen. Also hier sieht's gerade ein bisschen. Dafür gibt's bestimmt eine Erklärung. Also normalerweise ist aufgeräumt. Ah! Er schläft. Ich gehe mal gucken, wo meine Lebensgefährtin ist. Sie ist bestimmt nur im Bad. Ich gehe ganz kurz. Jessica, wo bist du? Die Frau vom Jugendamt ist da. Sex and drugs and rock and roll. Was macht ihr denn da? Brain and body need. Ich habe halt einfach gehofft, dass wir mit den Aufnahmen aus der Videokamera den Täter überführen können. Das habe ich auch gehofft, aber es gibt andere Möglichkeiten, den Täter zu überführen. Das ist doch jetzt gar nicht so wichtig. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass du sauer auf mich bist. Ist es wegen diesem Ritter? Wenn Andi ein Problem mit ihm hat, dann schmeiße ich ihn wieder raus. Ich bestehe da nicht drauf. Andis Liste mit den Verdächtigen. Was glaubst du denn, wer es war? Der steht nicht auf der Liste. Dann weißt du, wer es war. Wer? Du.